Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors für die Wii U. Endlich geht's hier auch mal weiter. Was wir im letzten Part gemacht haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe nicht in die Videos reingeguckt. Ich habe auf jeden Fall offscreen hier den Arang geholt, um die Waffe von Zelda zu kriegen. Und diese Mission für eine neue Waffe von Link freizuschalten. Genauso habe ich offscreen hier den Arang geholt, um an diese Stufe 3 Waffe von Link zu kommen. So. Wir holen uns aber erstmal hier die Stufe 1 Waffe. Weil ich das so will. So, okay, das war irgendwo klar, dass wir hier den Eispfeil brauchen. Aber ich gucke lieber trotzdem über den Kompass nach. Sicher ist sicher. So, sehr schön. Da haben wir das. Und dann wollen wir hier doch mal die feindliche Einheit besiegen, um die Waffe zu kriegen. Begrenzt auf Link, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. So, immerhin haben wir hier ganz tolle Waffen zur Verfügung. Haben wir hier noch irgendwas, wo wir irgendeine Fähigkeit freischalten müssen? Ja, hier, ein Edelschwert. Dann nehmen wir das mit. Immerhin, glaube ich, ist das eine Mission, wo wir wieder 1200 Kills brauchen für einen A-Rang. Und das ist doch gar keine schlechte Idee, wenn wir dann eine Waffe mitnehmen, wo noch was freigeschaltet werden muss. Denn wir sammeln ja hier ordentlich Kills. So. Okay. Dann wollen wir uns hier doch direkt mal ein bisschen durchmetzeln. So. Yep. Na, hier. Du Nimbus Garde. So nicht. Ja, so nicht, mein Freund. Ups, den hier erledigen wir auch gleich mal. Was hat die Nimbus Garde eigentlich gedroppt? Ja, eine Waffe. Super. Auch eine Waffe. Ey, ich krieg doch's Kotzen. Ich brauche Materialien, Leute. Ist mal ganz ehrlich. Hallo Lana. Du kommst hier doch sicherlich als Feind dazu, oder? Oder du bist hier als Feind. Ein Handler-Tentakel. Oh. Das ist ja schon mal nicht so toll. Naja. Erstmal kriegt hier Lana ordentlich was aufs Maul. So, und ja, Lana, du bist mir jetzt aber gerade erstmal relativ egal. Ich will zu dem Mann Handler-Tentakel. Hier. Da ist er auch schon. So, und hier ein bisschen auf die Frostnachtschwärme einschlagen. Aber der bringt mir jetzt gerade nicht allzu viel. Oder das bringt mir jetzt gerade nicht allzu viel, hier einzuschlagen. Weil irgendwie, hält ja einiges aus. Finde ich doof. Naja. So, aber den Flammengipter haben wir erledigt. Ja, komm. Gib mir deinen Drop. Gib mir deinen Drop. Dankeschön. Ein Material. Sehr schön. Eine Flammenbandage. Sehr gut. Festungskommandant. Hallöchen. Meine. So. Okay. Aber wir wollen ja zu den anderen Manhandler-Tentakeln. Und da rennen wir jetzt auch direkt mal hin. So, runter hier. Hier rüber. So, denn das Bombardement, das ist ein bisschen nervig. Und die können ja hier theoretisch auch unser Hauptquartier bombardieren. Das ist genauso nervig. Also weg mit den Viechern. So. Okay, perfekt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt auch noch gegen meinen Handler kämpfen müssen gleich. Aber hey. So. Ich muss in Bedrängnis. Na. Er hat noch genug HP. Das geht also noch. So. Dankeschön. Diese Festung ist jetzt mein. So. Na.
Na, 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 die Nimbusgarde. So nicht. Ne? Nicht mit mir. So, hier ein bisschen aufräumen. Einfach. Weil wir eh die Kills brauchen. Von daher, was soll's. Na? Oh. Wieder daneben geschlagen. Was könnt ihr eigentlich? Und noch eine Waffe. Ja, gut. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal einen besseren Firone-Stab. Beziehungsweise, nee, das war ja nicht der Firone-Stab für Link. Ach, jedenfalls hier den Zauberstab Stufe 3 für Link. So, da ist eine Wasserbarriere. Die ist mir jetzt auch egal, ganz ehrlich. Rennen wir hier rein, ja, ist eh schon gleich übernommen. Von daher ist das ziemlich egal, dass ich hier ein bisschen Schaden nehme. So, danke sehr. Und hier haben wir auch direkt mal, wenn ich die Truhe finde, hier, den Herzcontainer, den wir in der Missionsübersicht schon gesehen haben. Dass wir den als Schatz finden können. Da ist er. Sehr gut. Yay. Energieleiste erweitert sich. Nice. Okay. Oh, da ist wer an meinem Hauptquartier. Das finde ich ja jetzt weniger schön. Da rennen wir gleich mal rüber. Leider sehe ich nicht, wie mein wie viel ja, Rest-HP? Nee, das klingt scheiße. Wie gut mein Hauptquartier noch befestigt ist. Sagen wir es so. So. Ach, der blöde Frostnachtschwärme. Oder ein Frostnachtschwärme hat sich hierhin verirrt, ja? Na denn. Ladida. Wollen wir mal so ein bisschen auf den einprügeln. Der kann uns eh nichts. So. Erstmal raus hier aus unserem Hauptquartier. Denn da hat der nichts zu suchen, der Sack. So. Okay, perfekt. Da ist er weg. Dankeschön. Und ein Material bekommen. Ich glaube sogar ein Silbermaterial, wenn ich das richtig gesehen habe. Fände ich auf jeden Fall ganz cool, wenn das ein Silbermaterial gewesen ist. Naja. So. Dann wollen wir hier mal weiter auf Mühlchen einschlagen. So, komm mal her hier. So. Und na, na? Ach, ehrlich jetzt. Geht doch. So. Sehr schön. Und dann geht's wieder ab nach unten. Oh, nee. Erstmal hole ich mir hier das Material. Was auch immer das für ein Gegner war. Ups, das Material will ich auch noch haben. Und dann geht's jetzt wieder nach unten zu unserem Hauptquartier. Denn da rennt Lana gerade hin und das ist ziemlich blöd. Also das wäre ziemlich blöd, wenn Lana hier drin sich, ja, vergnügt, sag ich mal. Deshalb einfach hier ein bisschen zum Schutz mit reinrennen. So, ist immerhin mein Hauptquartier, ne? Ups, so. Okay. Mein Hauptquartier, da habt ihr alle nichts drin zu suchen. Ihr habt hier nichts verloren. So. Na dann, Lana. Zeig mal, was du kannst. Scheinbar nicht viel. Komisch, also wenn ich mit dir kämpfe, dann kannst du weitaus mehr. Naja. Also wenn ich sie steuere. Hm. Da ist sie dann eine richtige Bedrohung. Aber so, naja. So. Und tschüss. Perfekt. Das war's mit Lana. So, feindlicher Feldmarschall hervorgelockt. Das ist, ja, gerade relativ egal, muss ich sagen. Wie viel Schaden habe ich ihm genommen? 1080. Okay, das geht. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ich muss unter 4000 bleiben, von daher alles schick.
Alles gut. So. Na dann. Hier ein bisschen weiter bei den Gegnern aufräumen, um Kills zu sammeln. Wie gesagt, ich brauche 1200 Kills im Minimum, um den A-Rang zu kriegen. Und ich will den A-Rang haben, auch wenn ich ihn brauche. So. Einfach weil, das ist eine leichte Mission und... Ja... Wenn ich da den A-Rang nicht kriege, wo dann? Ne? Krieg zwar keine Belohnung dafür, aber was soll's. So. Südfestung steht kurz davor zu fallen. Nee, 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 nee. Oh, ist gefallen. Nee, ist er noch nicht. Dafür stehen aber sehr viele Gegner drin. Dafür, dass sie nicht gefallen ist. Naja. So. Erstmal die Nimbusgarde weg. Silbermaterial, schön. Sowas sehe ich gerne. So. Und dann prügeln wir uns hier einmal den Weg durch. Bis zum gegnerischen Hauptquartier. So. Und wenn ich hier mit etwa 1100 Kills ankomme, dann kriege ich im Hauptquartier höchstwahrscheinlich genug, um auf die 1200 zu gelangen. Hallo, Fei. Ja, das ist Fei. Das stimmt. So. Hier ein bisschen durchmetzeln. Ah. Komm schon. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Na, wobei, 9,5 Minuten. Alles gut. Ich habe nur gerade gesehen, meine Aufnahme geht schon seit etwas über 12 Minuten. Und ich wusste nicht, wann genau ich mit der Mission angefangen habe. Aber da ist alles in Ordnung. Was? Mein Hauptquartier droht zu fallen. What? Moment, da muss ich hin. Das kann ich nicht zulassen. Oh shit. Oh shit. Jetzt aber schnell rüber da. Ah, das ist so blöd, dass ich da keine dauerhafte Anzeige auf dem Gamepad oder sowas habe. Ach, wieder eine Nimbusgarde, die sich hier eingenistet hat. Ja gut, die kriegen sie natürlich nicht so leicht weg. Das ist richtig. So. Okay. Der ganze Kleinscheiß hier sollte zwar eigentlich kein Problem sein, aber wenn ich den selber rausnehme, dann sollte ja auch die Leiste wieder steigen. Zumindest wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Na, so, weg mit dir. Und dann wollen wir doch mal ganz kurz gucken. Ja, die füllt sich wieder. Okay. Perfekt. Auf zu Fei. Um der jetzt endgültig aufs Maul zu geben. So, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr um irgendwelche weiteren Kills zu kümmern, weil da habe ich alle, die ich brauche. Von daher kriegt jetzt einfach nur noch Fei aufs Maul. Ups, so. So, und immer schön drei Schläge und dann einmal übers Ausweichen auf die andere Seite vom Gegner. Weil dann kann er die nächsten Schläge nicht mehr blocken. So. Ich meine, man könnte hier auch sowas machen wie Magie einsetzen, ja. Dann macht man nochmal ein bisschen mehr Schaden und ich glaube, das lässt sich auch nicht blocken.
Genau, damit zerschlagen wir nämlich den Block. Sehr schön. Und zack, weg. Sehr schön, noch ein Material erhalten. Perfekt. Nice. Nein, Girahim, du darfst nicht behaupten, dass du gewonnen hast. Denn ich habe gewonnen. Du Sack. So. Eine Truhe. In dieser befindet sich eine versiegelte Waffe. Dann wollen wir doch mal schauen, was das für eine versiegelte Waffe ist. Erstmal ist natürlich Ipona wieder von irgendwo hierher gekommen. Wie immer. Keine Ahnung, wie das Mädel das schafft. So. Sehr schön. Triple A. Waffe halten, große Federquelle. Okay, eine große Fee kämpft an deiner Seite. Eine Kollegin wacht wohl über ihre Quelle. Koordiniere deine Angriffe mit ihr. Der starke Angriff verbessert zeitweilig den Angriff auf Kosten der Verteidigung. Ja. Ui, das ist ein schönes versiegeltes Zauberbuch. Zwei Fähigkeiten zum Freischalten. Okay. So, das Langschwert hier kann weg. Das ist egal. Jo. So, ein Frost-Talisman. Zwei Nimbus-Garde-Schwerter. Hey, Feiß-Stiefel. Okay. Lanas Haarschmuck. Sehr schön. Eine Frost-Essenz. Ja. Nimbus-Garde-Panzer. Flammenbandage. Und ein paar Lumpen. Okay. Kann man was mit anfangen. Sag ich mal. Sehr gut. Was war denn das hier für eine Mission? Besiege das Riesenmonster. Okay, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch. Weil einfach ein Riesenmonster besiegen, das geht relativ schnell. Und ich will mal schauen, was die große Fee so für so für eine Waffe ist. Mal gucken. Mal gucken. So. Okay, das ist doch eine... Aha. What the fuck? Okay. Holy. Aha. Das ist interessant. Das ist... Ja, doch. Das ist interessant, so zu kämpfen. Sag ich mal. Die sind plötzlich alle so klein. Naja, meinetwegen. Alter. Aber es ist halt auch teilweise ein bisschen schwierig zu sehen, wo man jetzt wirklich hin muss. Naja. Okay. Moment, wir haben hier erstmal... Was? Krabbelmin? What? Verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Okay. Ich glaube, ich will dann erstmal wegen der Krabbelminen schauen. Da sind Boote. Den möchte ich gerne auch aufhalten. So. Okay, also, ich sag mal, die Fee ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingswaffe. Die ist... Es ist komisch. Es ist komisch, so zu kämpfen. Nee, das finde ich doof. Das finde ich gerade mal echt blöd. Uiuiui. Ich glaube, das wird nichts. Ich
glaube, das wird so nichts. Nee. Scheiße. Das ist blöd. Und Moment, da ist noch eine Krabbelmine. Ja, okay, hier ist der, erst bei der Festungskommandant, dann hole ich mir die Festung mal zurück. Das ist furchtbar. Die Steuerung der Fee ist echt kacke. Ganz ehrlich. Das, nee. Das ist voll blöd. Das mag ich nicht. Okay. Fall jetzt in Bedrängnis, ja, ich sehe das schon. Ich bin auch schon hier auf dem Weg, aber viel ist langsam. Es kommt einem zumindest so vor. So. Na komm schon. Ich meine, die Angriffe haben ja einen ziemlich großen Flächenschaden, aber trotzdem sind die irgendwie Mist. So. Ja, komm, ich will den Boten hier erledigen. Oh, ich habe auch hier einiges an Schaden genommen, was man auch gar nicht mitbekommt, weil es gibt hier nicht so wirklich irgendwas an Rückstoß oder so. Alles blöd. So. Ja. Nee, also das gefällt mir gar nicht. Ich glaube auch, dass ich diese Mission verkacken werde und wenn das passiert, dann werde ich es definitiv nicht nochmal mit der Fee versuchen. Weil, nee. Ich habe schon ein bisschen was über diese Waffe gelesen. Die soll ziemlich OP sein. Aber wahrscheinlich auch nur, wenn man damit umgehen kann. Und ich kann das zumindest aktuell nicht. Naja. So. Okay. Ey. Die Krabbelmine ist in meinem Hauptquartier. Das ist eine schlechte Idee. Da möchte ich die definitiv nicht haben. Also weg damit. Also ich sag mal, das hier ist echt OP. Ja, die Bomben, die hier fallen. Ich meine, what the fuck? So. Und die ist erledigt, die Krabbelmine. Sehr schön. So, dann die Südfestung zurückerobern. Das machen wir auch gleich noch. So. Ups. Ah ja, okay. Da haben wir jetzt gerade über den starken Angriff beziehungsweise über die Combo Link aus der Flasche gelassen. Und er hat mit uns mitgekämpft. Okay, naja. Meinetwegen. Es ist trotzdem komisch. Sehr komisch. So, hey, komm schon. Ich brauche doch nur den Festungskommandanten. Wo ist er? Da ist er. So. Okay. So, naja, erfolgreich verteidigt würde ich es jetzt nicht sagen. So würde ich das nicht nennen. Eher, was? Wenn du eine Mission erfüllt hast, aber die Tore zum feindlichen Hauptquartier weiter verschlossen bleiben, bedeutet das, dass der Feind sie versiegelt hat. Ach was. Um die Tore zu öffnen, musst du den großen Schlüssel in einer der Festungen finden. Kehre dann zum feindlichen Hauptquartier zurück und die Tore werden sich öffnen. Okay. Das kriegen wir hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier Festungen erobern, bis wir irgendwann einen Schlüssel gefunden haben, ja? Toll.
Ist ja ganz super. Weil wenigstens kriegen wir so auf jeden Fall genug Kills für den A-Rang. Aber irgendwie... ich weiß ja nicht. Ja. Okay, man hat nichts gesehen, was hier passiert ist. Aber naja. Blöde Kameraführung. Mal wieder. Passiert häufiger in dem Spiel. Vor allem in beengten Räumen. Also den A-Rang können wir auf jeden Fall schon mal vergessen, weil ich habe viel zu viel Schaden dafür genommen. Oder? Ja. 8000 Schaden, 4000 darf ich maximal. Das wird definitiv kein A-Rang mehr. Naja. So, gucken wir doch hier erstmal wegen der Skulltula. So, dem Sieg wird leiser. Das heißt, irgendwo hier wird die sein. Hier nicht. Okay. Ja, ja, Lana ist im Bedrängnis, bla bla. Nö, hä? Warum wird denn hier die Musik leiser, wenn die Skulltula hier nicht ist? Mann. Ach, da ist sie, natürlich. Natürlich ist sie hier. So. Dankeschön. Und dann einmal schnell, in Anführungszeichen, zum Hauptquartier zurück. Wobei Lana wird wahrscheinlich vertrieben, bevor ich da bin. Und das ist blöd. Denn ich glaube, dadurch wird dann auch das Hauptquartier fallen. Ja. Das war's. Mist. Naja. Ich hatte es ja schon vermutet, dass das passieren würde. Dann ist es jetzt auch passiert. Was soll's. Wir machen das nochmal mit einer richtigen Waffe. Weil, nee. Nee. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Mission hier nochmal ordentlich schaffen. Bis dahin. Ciao, ciao.